Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sabbat. Ja, ich freue mich, hier sein zu dürfen und mit euch das Wort Gottes zu studieren. Es ist schon lange her, dass ich hier gepredigt habe. Wer kann sich denn an meine erste Predigt hier erinnern? Ja, schon einige. Aber könnte ich auch daran erinnern, dass ich hier vorne stand und wirklich Angst hatte zu predigen und ja, vor der Aufregung. Ja, ich habe gedacht, dass es nach ein paar Mal Predigen besser wird, dass ich dann keine Angst mehr habe. Ich muss euch sagen, heute stehe ich hier und ich habe immer noch sehr viel Angst, hier zu predigen. Und ja, ich brauche sehr viel Mut, hier vorne zu stehen und mit euch das Wort Gottes zu studieren. Das Coole ist aber, dass ich glaube, dass ich nicht der Einzige bin, der Angst hat. Denn ich glaube, jeder war schon mal in einer Lebenssituation, wo er Angst hatte und diese Angst mit Mut überwinden musste. Auch die Helden aus der Bibel hatten mit gewissen Ängsten zu kämpfen. Ich denke da beispielsweise an Mose, der am Anfang sehr große Angst hatte, zum Volk Israel zu predigen. Ja, ich würde mal sagen, das war auch gar nicht unberechtigt. Mose war ein Mann, der gestottert hat. Andererseits hatte er auch Probleme mit seiner Glaubwürdigkeit. Er hat nicht geglaubt, dass das Volk Israel glauben würde, dass Gott ihn höchstpersönlich geschickt hat, um sie aus der Gefangenschaft Ägyptens zu führen. Anders war das beispielsweise bei den drei Freunden von Daniel. Die haben beispielsweise ihren Mut darin bewiesen, dass sie sich dem König von Babylon, dem König Nebukadnezar, entgegengestellt haben. Ja, okay, manche denken sich jetzt, hey Armin, aber Mose war ja der Mann Gottes. Und das stimmt auch in einer Hinsicht, aber am Anfang war das nicht so, oder? Am Anfang war dieser mutlos und ängstliche Mose. Was war denn jetzt dieser Unterschied zwischen Mose, der am Anfang große Angst hatte, und den drei Freunden von Daniel? Gerne würde ich mit euch die Bibel dazu aufschlagen, aber davor noch gerne mit euch beten. Genau, wir stehen dazu auf. Lieber Heiland, wir möchten dir dafür danken, dass wir jetzt hier sein können und dafür danken, dass wir dein Wort studieren können. Deswegen bitte ich dich jetzt, dass du uns Konzentration schenkst und dass wir auch das, was du uns lehren willst, aufnimmst. Bitte schenke mir den Heiligen Geist, dass ich so erklären kann, dass es auch jeder versteht. Und halte doch bitte alle Störende fern. Im Namen Jesu. Amen. So, lass uns bitte gemeinsam Daniel 3 aufschlagen. Daniel 3 und dort Vers 1. Vers 1. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Das stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Und der König Nebukadnezar ließ die Satrapen, Vorsteher und Statthalter versammeln, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Sobald nun die Satrapen, Vorsteher und Statthalter, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern zur Einweihung des Bildes versammelt waren, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte, und vor dem Bild standen, das Nebukadnezar aufgestellt hatte, da rief der Herold mit gewaltiger Stimme: Das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, Stämmen und Sprachen. Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen, Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, das soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Okay, versetzen wir uns in die damalige Zeit zurück. Nebukadnezar hat den Traum von Daniel gedeutet bekommen. Den Traum mit der Statue, welche die verschiedenen Reiche der Welt dargestellt hat, über die ganze Erdzeitgeschichte. Und Nebukadnezar war wahrscheinlich von dieser Traumdeutung von Daniel und ja, er war wahrscheinlich von
diesen Traum und diese Deutung so beeindruckt und so mit der Ehrfurcht Gottes erfüllt, dass er daraufhin Daniel und seine drei Freunde zu hohen Beamten im Land gemacht hat. Und es verging eine gewisse Zeit und wie es auch so normal ist für einen König, machte er sich Gedanken über sein Reich. Und er dachte auch an den Traum zurück, den er damals hatte. Und inspiriert von diesem Traum, welchen wir in Kapitel 2 lesen können, baute er ein ähnliches Standbild, bloß ein wenig anders. Er baute die Statue aus purem Gold, ein Symbol dafür, dass sein Reich für ewig bestehen sollte. Und ich stelle mir vor, wie die Weisen und die Satrapen Nebukadnezar dabei berieten und ihm wahrscheinlich Tipps gegeben haben, wie er sein Projekt umsetzen kann. Und sie haben dabei vergessen, dass Daniel sie damals vor den Tod gerettet hat. Nebukadnezar und seine Berater waren fest entschlossen, dieses Vorhaben auch umzusetzen. Und ebenfalls auch fest entschlossen, dass jeder, der sich nicht niederfallen lässt und das goldene Bild und ihren Göttern anbetet, dass sie dann sterben sollen. Vers 7 bis 12. Darum fielen zur bestimmten Zeit, als alle Völker den Klang der Hörner, Flöten, Zithern, Lauten, Harfen und alle Arten von Musik hörten, alle Völker, Stämme und Sprachen nieder und beteten das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Deswegen traten zur selben Stunde etliche chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden. Sie ergriffen das Wort und sprachen zum König Nebukadnezar: O König, mögest du ewig leben. Du hast, o König, Befehl gegeben, dass jedermann, der den Klang der Hörner, Flöten, Zithern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und alle Arten von Musik hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, das soll in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babel bestellt hast, Sadrach, Mesach und Abednego. Diese Männer, o König, achten nicht auf dich, dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgestellt hast. Ich stelle mir das Szenario so vor, das Standbild um die 30 Meter hoch und hat wahrscheinlich gerade einen riesen Schatten auf die Menge geworfen. Und in dem Moment hört man die Trommeln, die Trompeten, die Flöten und alle Arten von Musik. Und alle Knie beugen sich. Was würdest du eigentlich in diesem Moment machen? Die einzigen, die stehen bleiben und sich nicht beugen, drei einfache Juden. Ausländer, Kriegsgefangene, die wahrscheinlich einen Großteil der Bevölkerung nicht mal leiden konnte. Ist eigentlich der perfekte Moment, um sie loszuwerden, oder? Das dachten sich Sadrach, Mesach und Abednego auch. Und sie waren sich wahrscheinlich auch bewusst, dass das vielleicht das Letzte ist, was sie machen werden, bevor sie sterben würden. Wie würdest du eigentlich handeln? Würdest du stehen bleiben, trotz dessen, dass du weißt, dass das vielleicht das Letzte ist, was du machst? Würdest du Gott mehr gehorchen als den Menschen? Vers 13 und 15. Da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man Sadrach, Mesach und Abednego kommen lasse. Sogleich wurden jene Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihnen: Sadrach, Mesach und Abednego, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lasse? Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zithern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und alle Arten von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Wir sehen hier, Nebukadnezar gibt diesen drei Jungs nochmal eine zweite Chance. Vielleicht hat es sich gedacht, vielleicht haben sie nicht richtig zugehört. Oder ihnen ist gar nicht bewusst, was ich von ihnen will. Gar nicht ganz klar, was auf dem Spiel steht. Vers 16 bis 18. Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König: Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf eine Antwort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen,
kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Wir können lesen, dass die drei Freunde von Daniel ganz genau wussten, was sie machten. Sie standen für Gott ein. Und auch wir begegnen im Alltag immer wieder Situationen, wo wir für Gott einstehen müssen. Sei es auf der Arbeit, in der Schule, bei Freunden oder sogar der Familie. Ja, vielleicht traust du dich nicht, vor anderen zu beten. Oder vielleicht hast du auch Angst, nicht bei anderen anerkannt zu werden, weil du nicht über den Mitschüler oder den Arbeitskollegen mitlästerst. Vielleicht denkst du dir, vielleicht bin ich der Nächste. Oder vielleicht hast du auch Angst, was andere von dir denken, wenn du für Gott auf die Straße gehst und predigst, sein Wort verkündigst, sein Evangelium. Vielleicht lachen sie mich ja aus. Wisst ihr, ich frage mich, ob die drei Freunde von Daniel sich dasselbe gefragt haben. Und wenn sie sich das nicht gefragt haben, was hat ihnen so Mut verliehen? Hatten sie jetzt eine bestimmte Waffe, dem sie den König entgegenhalten konnten, sodass ihnen nichts passiert? Oder konnten sie sich irgendwie von den Fesseln lösen und von ihm fliehen? Oder hatten sie vielleicht auch eine Armee hinter sich? Jesaja 43, Vers 2. Schlag das bitte mit mir auf. Jesaja 43, Vers 2. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden und die Flammen sollen dich nicht verbrennen. Ich denke mir, dass die drei Freunde von Daniel genau an diese Verheißung Gottes durch Jesaja gedacht haben. Gott sagt zu dir, oder Gott sagt zu jedem, ich bin bei dir, ich werde dich nicht verlassen. Die Probleme, die du hast, die bleiben, aber ich werde mit dir dahin hindurchgehen. Ist doch eine der schönsten Verheißungen der Bibel, oder? Gerade wenn dich jeder allein lässt, wenn du denkst, niemand steht dir bei, sagt Gott zu dir, hey, ich bin bei dir und komm, ich werde mit dir durch diese Probleme hindurchgehen. Die drei Freunde von Daniel haben Gottes Willen getan, trotz dessen, dass sie wussten, dass ihr Leben darauf auf dem Spiel steht. Und Gott hat ihnen natürlich geholfen. Aber man könnte sich jetzt die Frage stellen, was passiert eigentlich, wenn man Gottes Willen nicht tut? Ist dann Gott immer noch bei uns? Lass mich das in eine Geschichte verdeutlichen. Aus Zeitgründen werden wir nicht alles lesen können, deswegen versuche ich sie ein bisschen zusammenzufassen. Wir finden die Geschichte in 1. Mose 27. 1. Mose 27. In der Geschichte geht es um Jakob, der den Erstgeburtssegen und das Erstgeburtsrecht von seinem Bruder Esau gestohlen hatte. Wir lesen Vers 35 bis 36. Jakobs Vater sprach, dein Bruder ist mit List gekommen und hat deinen Segen weggenommen. Da sprach Esau, er heißt mit Recht Jakob, denn er hat mich nun zum zweiten Mal überlistet. Mein Erstgeburtsrecht hat er weggenommen. Und siehe, nun nimmt er auch meinen Segen. Und er sprach, hast du mir keinen Segen zurückbehalten? In der Geschichte überlistete Jakob nicht nur seinen Bruder Esau, sondern er belog und betrug auch seinen Vater Isaak. Und auch wenn wir jetzt ein paar Verse davor lesen können, dass es Jakob davor graute, ging Jakob trotz dessen diesen Weg. Wir springen weiter zu Vers 41 bis 43. Und Esau wurde dem Jakob Feind wegen des Segens, womit sein Vater ihn gesegnet hatte. Und Esau sprach in seinem Herzen, die Zeit, da man um meinen Vater trauern wird, ist nicht mehr weit. Dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen. Da wurden der Rebekka die Worte Esaus, ihres älteren Sohnes, hinterbracht. Und sie schickte hin und ließ Jakob ihren jüngeren Sohn rufen
und sprach zu ihm: Siehe, dein Bruder Esau will an dir Rache nehmen und dich töten. Und nun gehorche meine Stimme, mein Sohn. Mache dich auf und fliehe zu meinem Bruder Laban nach Haran. Jakob musste aufgrund seines Betruges von seiner Heimat fliehen. Und ich stelle es mir so vor, dass Jakob hunderte Kilometer gestreift ist durch die Wüste. Und er hatte massig Zeit, sich Gedanken zu machen. Und ich denke mir, dass er Gedanken hatte, wie beispielsweise: Habe ich jetzt Gottes Gunst verloren, weil ich den Erstgeburtsrecht mit Betrug erlangt habe? Hat mich Gott jetzt verlassen? Wird er mich jemals wieder annehmen? Ja, ich glaube, Jakob musste sich sehr einsam gefühlt haben, oder? Und auch wir haben Situationen, wo wir uns einsam fühlen, weil wir denken, dass wir Gott enttäuscht haben. Weil wir dachten, es mal wieder besser zu wissen als Gott. Also ich habe manchmal solche Situationen. Und ich muss euch ehrlich sagen, die sind nicht schön. 1. Mose 28, Vers 10 bis 13 und 15. Jakob aber zog von Beersheba aus und wanderte nach Haran. Und er kam an einen Ort, wo er über Nacht blieb. Denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm von den Steinen jenes Ortes und legte sie unter sein Haupt und legte sich an dem Ort schlafen. Und er hatte einen Traum, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, die reichte mit der Spitze bis an den Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Samen geben. Vers 15. Und siehe, ich bin mit dir, und ich will dich behüten überall, wo du hinziehst, und dich wieder in das Land bringen, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Gott war es nicht, der Jakob verlassen hatte, sondern es war Jakob, der Gott verlassen hat. Gott vergab Jakob für sein Vergehen, aber Jakob musste dennoch mit diesen Konsequenzen leben. Psalm 86, Vers 15, da heißt es: Deine Liebe und Treue kennen kein Ende. Es ist egal, wie tief du gefallen bist. Gott liebt dich. Okay, heißt es jetzt, wir können sündigen und Gott wird darüber hinwegschauen? Schauen wir mal dazu, was die Bibel dazu sagt. Psalm 5, Vers 5. Psalm 5, Vers 5. Denn du bist nicht ein Gott, dem Gesetzlosigkeit gefällt. Wer böse ist, darf nicht bei dir wohnen. Also wer sündigt, wohnt nicht bei Gott. Denn Gott hasst die Sünde. Es ist genau das Gegenteil von ihm und seinem Wesen. Es ist aber nicht so, dass Gott uns aus seiner Wohnung rauswirft, sondern wir sind es, die gehen. Die Vater-Kind-Beziehung, die wir mit ihm haben, die besteht immer noch. Es ist wie die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Sohn bittet seinem Vater, ihm sein Erbe auszugeben, damit er das Leben leben kann, was er sich vorstellt. Und der Vater geht der Bitte nach und händigt ihm sein Erbe aus. Und nach ein paar Tagen Vorbereitung macht sich der Junge auf, das Leben zu leben, was er sich vorstellt. Und es ging eine gewisse Zeit lang gut, aber irgendwann mal kam der Zeitpunkt, in dem er merkte, dass er nichts mehr hat. Und er musste als Tagelöhner bei einem Fremden arbeiten. Es ging ihm richtig schlecht. Und plötzlich kam ihm der Gedanke: Hey, bei meinem Vater ging es mir doch wirklich gut. Sogar seine Knechte hatten es bei ihm gut und wurden von ihm versorgt. Doch der Sohn schämte sich, seinem Vater in diesem Zustand unter die Augen zu treten. Er dachte, er hatte nicht mehr das Recht, vor seinem Vaters Augen aufzukreuzen und sich seinen Sohn zu nennen. Aber er hat sich gedacht, vielleicht nimmt er mich als Tagelöhner an. Er trat den Heimweg an. Was glaubt ihr, wie wohl der Sohn dahergelaufen kam? Ich stelle es mir so vor, dass der Sohn mit gesenktem Haupt sein Zuhause entgegengegangen ist. Und wahrscheinlich hatte er auch Tränen in den Augen. Sein Puls wahrscheinlich auf 180 und sein ganzer Körper hat vor Aufregung gezittert.
Und er machte sich Gedanken, wie wird wohl sein Vater reagieren? Was wird er sagen? Wird er mich zurücknehmen? Wird er mich beleidigen und wegschicken? Jakob und der verlorene Sohn sind beide diesen Weg gegangen. Beide haben den Weg Gottes verlassen und beide wollten ihren eigenen Weg gehen. Sie wollten ihre eigene Meinung durchsetzen und irgendwann mal kam der Zeitpunkt, wo sie verstanden haben, dass das nicht geht. Beide wollten zum Vater zurück und beide dachten, dass der Vater sie nicht mehr annehmen würde. Viele von euch kennen vermutlich das Ende der Geschichte. Als der Vater sah, dass sein geliebter Sohn zurückkam, rannte er ihn entgegen, umarmte ihn und küsste ihn. Und er machte sogar das größte Fest im Dorf. Okay, jetzt die Frage. Hat der Vater seinen Sohn erstmal eine Standpauke gehalten und gesagt, hey, ich hab's dir doch gleich gesagt, geh nicht raus. Nein, oder? Das Einzige, was er gemacht hat, war, seinen Sohn zu umarmen, zu küssen und ein Fest für ihn zu organisieren, dass er zurückgekommen ist. Ja, der Vater wartete auf den Sohn. Was der Vater jedoch nicht gemacht hat, war, mit ihm in diese Welt zu gehen. In Habakuk 1, Vers 13, da heißt es, deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Und so ist es auch mit uns und Gott. Sündigen wir, ist Gott nicht bereit, mit uns diesen Weg zu gehen. Er lässt uns ziehen und er wartet darauf, dass wir zurückkommen. Er wartet darauf, dass wir mit reuigen Herzen zu ihm zurückkehren und um Vergebung bitten. Wir haben einen großartigen Gott, oder? Gehst du durchs Feuer, Gott ist mit dir. Entfernst du dich von ihm, Gott wartet auf dich. Liebst du die Welt mehr als ihn und suchst anschließend um Vergebung, Gott verzeiht dir. Sadrach, Mesach und Abednego, ihr Mut baute sich nicht darauf auf, weil sie sich selbst für stark oder klug hielten, sondern deswegen, weil sie wussten, dass sie so einen liebenden Gott hinter sich haben. Im Psalm 18, Vers 6, lasst uns den aufschlagen. Psalm 18, Vers 6. Der Herr ist für mich. Ich fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? Auch David hatte Erfahrung mit der Angst gemacht. Und auch David wusste, wie die drei Freunde, dass Gott mit ihm ist. In einer anderen Übersetzung heißt es, der Herr ist auf meiner Seite. Ich brauche mich vor nichts und niemandem zu fürchten. David wusste, er braucht keine Angst zu haben. Egal, ob er auf der Flucht war, egal, ob er im Krieg war oder gegen einen Riesen namens Goliath gekämpft hat. Ich glaube, jeder stimmt mit mir überein, wenn ich sage, es ist okay, Angst zu haben. Was aber nicht okay ist, sich von dieser Angst beherrschen zu lassen. In 2. Timotheus 1, Vers 7 heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Meine Frage an euch ist, verlässt du dich in brenzligen Situationen auf Gott oder versuchst du das allein zu lösen? David traf die Entscheidung, sein Leben nicht von dieser Angst beherrschen zu lassen. Und er traf die Entscheidung, sein Leben von Gott leiten zu lassen. Und ich denke, wir sollten uns da ein Beispiel an David nehmen. Ein Beispiel an Sadrach, Mesach und Abednego. Dass wir Gott vertrauen und unser Leben von ihm leiten lassen. Ja, wir sollten diese Furcht, die wir haben, einfach mal sagen. Besser gesagt, wir sollten ihr eine Absage erteilen. Aber jetzt kann man sich die Frage stellen, wie sagt man jetzt dieser Furcht ab? Dafür müssen wir erstmal wissen, woher die Furcht überhaupt stammt. Römer 8, Vers 15. Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist
sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Es ist nicht die Furcht, die aus Gott entspringt, denn Gott hat uns einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Wenn sich jetzt jemand von dieser Furcht beherrschen lässt, ist ein Sklave von dieser Angst und auch von der Sünde. Und wenn man Sklave ist, ist man ja auch zugleich ein Gefangener von ihr, oder? Und Paulus kannte dieses Gefühl von diesem Gefangensein. So sagt er in Römer 7, Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ja, auch Paulus wusste, dass ein Sklave seiner Angst und seiner Sünden ist. Aber das Coole ist, Paulus kannte auch die Lösung dafür. Im Vers 25 können wir lesen, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jesus ist die Lösung dieser Probleme. Johannes 8, Vers 36. Dort heißt es, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Jesus ist es, der uns aus der Sklaverei, der Angst und der Sünde befreien wird und auch kann. Deswegen sollten wir nicht auf uns schauen, sondern auf Jesus. Wir sollten nicht auf unsere Probleme schauen, sondern auf unseren Erlöser. Ellen White sagte einmal, wenn ich auf mich selbst schaue, weiß ich nicht, wie ich gerettet werden könnte. Wenn ich auf Jesus schaue, weiß ich nicht, wie ich verloren gehen könnte. Schön, oder? Römer 8, Vers 2, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Haben wir Jesus, haben wir den Geist des Lebens. Aber wie bekommt man jetzt nun diesen Geist des Lebens? Ganz einfach, indem wir Gott darum bitten. Lukas 11, Vers 13. Lukas 11, Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern guten Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Gott geht nicht nur mit dir durch diese Probleme hindurch, sondern er schenkt dir auch die Kraft und den Mut dazu, diese Probleme zu bewältigen. Aber damit wir den Heiligen Geist in uns haben können, müssen wir, wie Paulus es sagt, ihn täglich dazu bitten. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, bei jedem Problem, welchen wir haben, bei jeder Angst, die wir haben, müssen wir Gott darum bitten. Wir haben einen großartigen Gott, oder? Hesekiel 36, Vers 26 bis 27. Hesekiel 36, Vers 26 bis 27. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Es ist der Heilige Geist, der unser Herz dazu verändert und uns hilft, Gott gehorsam zu sein. Und es ist auch der Heilige Geist, der uns die Angst nimmt und uns dafür den Mut schenkt. Zum Schluss würde ich gerne mit euch noch eine Geschichte anschauen. Und zwar die Geschichte finden wir in 1. Samuel 17. Ja, es war mal wieder so weit, dass sich die Israeliten und die Philister zum Kampf versammelt hatten. Die Philister auf der einen Seite des Berges und die Israeliten auf der anderen Seite des Berges. Zwischen ihnen ein großer Tal. Und so begab es sich, dass ein Krieger namens Goliath, der um die 3 Meter groß war, zum Tal hinabstieg und anfing, das Volk Israel und deren Gott zu verhöhnen.
Ja, er beleidigte sie und ihr Gott. Und jeder einzelne Krieger aus Israel hatte Angst, sich diesem Goliath entgegenzustellen. Keiner traute sich, ja, mit ihm zu kämpfen. Sie dachten sich wahrscheinlich, dass sie als Mensch eh nichts ausrichten könnten gegen so einen Riesen. Und ich würde mal sagen, damit hatten sie auch nicht ganz Unrecht, oder? Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wie groß 3 Meter eigentlich sind? Also man könnte sagen, so fast das Doppelte von mir. Ja, Goliath kam Tag für Tag runter zum Tal und verhöhnte immer wieder Israel und deren Gott. Und eines Tages machte sich ein Junge namens David auf den Befehl seines Vaters hin, auf den Weg, um nach seinen Brüdern Ausschau zu halten, die gerade im Krieg waren. Und als David dort ankam, hörte und sah er, wie Goliath das Volk Israel und deren Gott beleidigt hatte. Und wir lesen dort in Vers 26, wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Die starken und erfahrenen Krieger erklärten es diesen kleinen Schafshirten, der gerade mal 13 bis 15 Jahre alt war. Und David hat nicht losgelassen. Er hat immer wieder gefragt. Und irgendwann mal wurde König Saul auf ihn aufmerksam und bestellte ihn zu sich. Wir lesen Vers 32 bis 37. Und David sprach zu Saul: Niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David: Du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe, dieser ist aber ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul: Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Und wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und erschlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Weiter sprach David: Der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesen Philister erretten. Und Saul sprach zu David: Geh hin und der Herr sei mit dir. Wie wir lesen konnten, hatte David den Mut, sich dem Goliath entgegenzustellen. Aber nicht, weil David sich jetzt selbst für stark hielt, sondern weil er in der Vergangenheit erlebt hat, wie Gott ihn geführt und beschützt hat. Er hat gegen Löwen gekämpft und gegen Bären und wusste eigentlich, dass er niemals gegen solche Bestien hätte gewinnen können. David macht Erfahrungen mit Gott und erlebte Gott in seinem Leben. Aber nicht, weil jetzt David einfach so passiv daherlebte, sondern ja, weil er nicht da passiv daherlebte und wartete, bis ein Wunder geschah, sondern weil er mutig war und darauf vertraute, dass Gott mit ihm diese Kämpfe kämpft. Und durch die Erfahrung baute sich nicht nur ja, das Vertrauen zu Gott auf, sondern auch die Freundschaft und Beziehung zu Gott. Er wusste, dass Gott immer an seiner Seite ist. Egal wie groß die Bestien auch sein mögen, David würde niemals diesen Kampf verlieren, wenn Gott mit ihm ist. Ja, das Ende der Geschichte ist, dass David das Schwert und die Rüstung vom König ablehnte und dem Goliath mit einem einfachen Hirtenstab und mit einer Steinschleuder entgegentrat. Ja, er wollte jedem damit zeigen, dass nicht das Schwert in seiner Hand oder die Rüstung an seinem Körper ihn in den Sieg bringen würde, sondern einzig und allein Gott. Ja, ich glaube auch, dass David den Israeliten ein bisschen Mut machen wollte und zeigen wollte, was es eigentlich heißt, für Gott zu kämpfen. Das Ende der Geschichte ist, dass David den überheblichen Goliath seinen Kopf mit seinem eigenen Schwert abschlug. Ironie, oder? Kommen wir zum Schluss. Sowohl David als auch Sadrach, Mesach und Abednego machten die Erfahrung, dass Gott in ihrem Leben wirkte. Und sie wussten, dass Gott sie immer beschützen würde. Sie wussten auch, dass durch Gott niemand anderes ihn schaden könnte, egal welcher Mensch, welche Macht oder seien es auch Engel.
Okay, heißt es jetzt eigentlich, dass ihr Leben ohne Probleme verlief? Ich würde mal sagen, jeder kann mir da zustimmen und sagen, nein, war nicht so. Auch die hatten Probleme. Aber sie haben Mut bewiesen und haben sich zu Gott gestellt. Und durch den unendlich starken Vertrauen, den sie zu Gott hatten, konnten sie aller Welt Gottes Allmacht und Liebe zeigen. Ja, durch den Mut und ihr Vertrauen, den sie hatten, wurden viele Menschen gesegnet. Auch die drei Freunde und Daniel. Ja, meine Frage an euch heute ist, wer will sagen, ich will den Mut haben, Gott zu vertrauen? Ich will den Mut haben, für Gott einzustehen und meine Kämpfe zu kämpfen. Der hebe nun seine Hand. Amen.